Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Arterien. Da gibt es Krankheiten, die durchaus gefährlich werden können und trotzdem erkennen wir keine Vorzeichen dafür. Dazu gehört das Aneurysma. Das ist eine Aussackung einer Schlagader, einer Aorta. Und in dieser Aussackung können die Gefäßwände reißen. Solche Aneurysmen können an verschiedenen Stellen des Körpers vorkommen. Und man kann verhindern, dass diese Arterie an dieser Stelle reißt, indem man die Gefäßwände verstärkt. Und das funktioniert sogar ohne Operation. Bei mir ist Professor Dr. Sigrid Nicol. Sie ist Chefärztin der klinischen und interventionellen Angiologie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie kommen konnten, Frau Professor Nicol. Guten Tag. Sagen Sie uns erst einmal, was sind die Ursachen für Aneurysmen? Ja, in 4 von 5 Patienten sind es degenerative Veränderungen, die mit dem Altern zu tun haben, aber auch mit Risikofaktoren. Der Hauptrisikofaktor ist dabei das Rauchen. Aber der Hypertonus, also der hohe Blutdruck, der ist wesentlich bestimmend für das Fortschreiten der Erkrankung. Und nur in einem 1/5 der Fälle gibt es andere Ursachen. Und das sind Bindegewebsschwächen, aber auch entzündliche Ursachen. Aha. Und welche Aneurysmen sind dann die häufigsten? Ja, am allerhäufigsten sind die der Hauptschlagader. Die machen mehr als 3/4 aller Aneurysmen aus. Und davon wiederum die Bauchschlagader mit über der Hälfte aller Aneurysmen. Und welches sind dann die zweithäufigsten oder die selteneren? Ja, die der Beinarterien sind die zweithäufigsten. Und dann alle anderen Aneurysmen, die es gibt, ob Aneurysmen der Arterien, die die Bauchorgane versorgen, oder auch Aneurysmen im Kopf, sind relativ selten. Na, dann fangen wir doch mal mit der Bauchaorta an, die ja dann die häufigsten sind, die also auch bei Ihnen am häufigsten ja in der Therapie, in der Behandlung landen. Was ist das Risiko, wenn man die nicht behandelt? Das Hauptrisiko ist, dass sie platzen. Und das sind ja sehr viele Patienten. Wir sprechen bei Patienten zwischen 70 und 75 Jahren von fast 10% der Patienten, die eben solche Aneurysmen haben. Es ist ganz wichtig, dass man das frühzeitig erkennt. Man merkt es nicht, bis es platzt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man frühzeitig eben danach auch sucht. Und glücklicherweise gibt es ja auch einen Entschluss dieses Jahr vom Bundesausschuss seit März diesen Jahres, dass nämlich ein solches Screening auf Bauchaortenaneurysmen bei Männern über 65 Jahren auch von den Krankenkassen bezahlt wird. Und wie findet man denn das Aneurysma, wenn es noch nicht geplatzt ist? Denn dann, glaube ich, ist ja wirklich ein großer Notfall. Im Bauch ist es ganz einfach, einfach Ultraschall machen. Okay. Und das kann ein Gefäßmediziner, aber es kann auch ein Internist, es kann ein Urologe. Viele Kollegen arbeiten mit Ultraschall und man muss nur darauf achten. Und dann kann man sie eigentlich sehr leicht finden. Schwieriger wird es im Brustkorb, denn dort haben wir natürlich Knochen und da wird es schwieriger. Also da muss man schon wirklich auch mit Schnittbildverfahren danach suchen, wie Kernspin oder CTs. Jetzt sind die aber auch viel weniger häufig. Und oft ist es so, dass Aneurysmen auch kombiniert vorkommen. Das heißt, findet man irgendwo ein Aneurysma, sollte man immer auch nach den anderen Lokalisationen auch suchen. Und wenn wir ein Bauchaortenaneurysma zum Beispiel finden mit Ultraschall, dann machen wir im Anschluss immer eine Schnittbildgebung, bei der wir die gesamte Aorta sehen und auch die Beckenarterien. Denn häufig ist auch ein Bauchaortenaneurysma verbunden mit einem Aneurysma der Beckenarterien. Und das versorgt man dann ja auch simultan gleichzeitig. Muss man denn ein Aneurysma auf jeden Fall behandeln, wenn man es findet? Nein. Also die meisten Aneurysmen, die man findet, muss man nicht behandeln. Man schätzt etwa 80% der Aneurysmen, die man findet, 80 bis 90%, muss man noch nicht behandeln. Das hängt, man spricht von einem Bauchaortenaneurysma, also das häufigste, ab 3 cm. Aber behandlungsbedürftig ist es, je nachdem, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ab etwa 5 cm. Bis dahin behält man es im Blick. Genau, mit Ultraschall, je nachdem, wie schnell es wächst, alle 3 bis 6 Monate. Und wenn Sie es dann behandeln müssen, wie funktioniert das? Ja, da gibt es grundsätzlich 2 Verfahren. Das althergekommene Verfahren der offenen Operation, das aber selbst auch von Gefäßchirurgen, wenn möglich, weitgehend eben doch auch verlassen ist, außer den Fällen, die man eben unbedingt offen operieren muss, und ist ersetzt worden doch weitgehend heutzutage mit den Gefäßprothesen, die von innen her hineingesetzt werden, also über ein minimalinvasives Katheterverfahren. Also durch die Leiste?
Genau, also man geht in der Regel durch das größte Zugangsgefäß, was man hat. Grundsätzlich können wir viele Arterien punktieren für Katheterverfahren, hier am Arm, am Knie, aber die Leistenarterie ist eben die größte Arterie, die wir punktieren können, und über die führen wir dann eben Drähte ein und auch darüber eben dann auch die Prothesen. Und die werden dann wie ein Baukastensystem ineinander gebaut. Und diese Prothese stelle ich mir vor wie so ein Stück Röhrchen vielleicht? Ja, es ist erstmal ein Metallgerüst. Und zwar ein Metall, was eine gewisse Gedächtnisfunktion hat. Man presst es in ein Röhrchen hinein, es springt dann aber in seine ursprüngliche Form zurück, wenn es freigesetzt wird, also wenn eine Hülse dann zurückgezogen wird. Gleichzeitig ist dieses Metall dann durch feine Nähte verbunden mit einer Art Stoff, wenn man so will. Das ist je nach Firma unterschiedliches Material, was vom Körper gut vertragen wird, was darüber gezogen ist, durch das die eigentliche Ausschaltung des Aneurysmas dann gewährleistet wird. Das heißt, dass kein Blut mehr ins Aneurysma fließt. Mhm. Ist das dann so dicht an dieser Stelle, dass da kein Blut mehr rausfließt? Denn Arterien sind ja eigentlich schon noch im Austausch mit dem restlichen Körper. Muss da nicht auch manchmal noch Blut abgehen können von den Arterien an der Stelle? Ja, das ist schon richtig. Da gibt es auch Seitenäste. Man kann natürlich so eine Prothese nur dort einsetzen, wo nicht lebensnotwendige Seitenäste sind. Und die würden auch bei einer offenen Operation auch verschlossen werden. Wir sprechen hier vor allem von den Arterien, die die Wirbelsäule versorgen. Aber das geht in der Regel ohne Komplikationen. Wenn man gerade in der Bauchaorta diese Prothese bis zu den Nierenarterien hoch einsetzt, aber die Nierenarterien darf man natürlich nicht überdecken, sonst werden die Nieren nicht mehr versorgt. Ja. Reicht das Aneurysma jetzt höher als die Nierenarterien, muss man sogenannte gefensterte Prothesen einsetzen. Die haben Löcher für jedes einzelne Organ. Das wird vorher ganz genau ausgemessen. Das sind oft Spezialanfertigungen, die kommen teilweise aus Australien, also haben eine sehr lange Produktionsdauer, wird maßgeschneidert für den Patienten gemacht. Und damit kann man die Organfunktion aller Organe erhalten und gleichzeitig das Aneurysma ausschalten. Natürlich geht das nicht in allen Fällen. Wir müssen jeden Fall ganz genau anschauen, und schauen, geht das oder geht es nicht. Es gibt natürlich auch Patienten, wo es nicht möglich ist. Aber ich würde sagen, die meisten Patienten ist es möglich. Okay, das war jetzt also das Thema Bauchaorta, Becken oder eben auch Brust. Es geht ja aber auch weiter tiefer mit so einem Aneurysma, und zwar in der Kniekehle, habe ich gehört. Genau, das sind ja die zweithäufigsten Aneurysmen nach den Aortenaneurysmen. Und sie sind gefährlich, nicht weil sie platzen können, das auch. 10% platzen. Hier haben wir ein ganz anderes Risiko. Hier ist es so, dass sie gerne Blutgerinnsel bilden in dieser Höhle durch die Turbulenzen im Blutfluss. Und diese Blutgerinnsel haben leider die Eigenschaft, dass sie gerne auch schon mal abgehen und dann nach unten schwimmen in die Unterschenkelarterien und dort die Gefäße verschließen. Wenn das der Fall ist, und häufig werden die Patienten erst dadurch auffällig, wenn nicht durch Zufall das Aneurysma vorher entdeckt wurde, dann ist das Amputationsrisiko 25-50%. Das ist wirklich hoch. Und typisch ist auch, dass diese Embolien immer wieder auftreten. Und deswegen muss man ganz genau gucken, wenn ein Patient kommt wegen Beschwerden beim Laufen oder auch plötzlicher Ereignisse, ob da nicht so ein Aneurysma der Kniearterie zugrunde liegt. Grundsätzlich können aber auch Aneurysmen noch woanders an der Oberschenkelarterie auftreten, auch oben in der Leistenarterie. Die sind nur deutlich weniger häufig. Und behandeln Sie die genauso wie auch die Bauchaorta? Das ist unterschiedlich. Da gibt es im Moment neben der offenen Operation, die auch noch immer ihren Stellenwert hat, und wir müssen die Fälle auch hier wieder genau anschauen, wer ist denn geeignet für die Katheterverfahren, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal, und da gibt es schon eine sehr lange Erfahrung, sogenannte Viabahnprothesen. Das sind im Grunde Bypässe, die von innen in die Arterie gelegt werden, die mit Heparin beschichtet sind, sodass sie möglichst nicht zugehen, und die man in bestimmten Fällen auch gut einsetzen kann. Man muss die Patienten aber dann sehr lange mit Aspirin und Clopidogrel, mit gerinnungsaktiven Substanzen nachbehandeln, damit das nicht zugeht. Jetzt gibt es aber eine neue Möglichkeit, denn diese Bypässe, die man von innen reinlegt, die verschließen leider auch die Seitenäste. Man muss ja oben und unten
im Gesunden letztendlich das auch freisetzen, damit es zu einer Abdichtung kommt. Und da sind oft die Umgehungskreislaufgefäße. Und die werden leider oft verschlossen. Deswegen haben wir lange nach etwas anderem gesucht. Und jetzt gerade neu gibt es auf dem Markt sogenannte Multilayer-Stents. Das sind mehrere Schichten Stents übereinander, ganz fein. Und wenn man diese einsetzt, dann fließt der Hauptblutfluss tatsächlich einfach durch diesen Stent durch und nicht mehr ins Aneurysma. Und nur da, wo Seitenäste sind, da fließt noch was ab. Und der Rest drumherum, da bilden sich Blutgerinnsel, es thrombosiert aus und das verwächst. Mhm. Und das ist für mich eigentlich doch eine schöne neue Möglichkeit, diese Seitenäste zu erhalten. Ja, das hört sich gut an. Ja. Dennoch möchte ich noch auf etwas kommen, was, glaube ich, auch in Ihrer Profession dann vielleicht doch nicht mehr ganz so leicht oder nicht mehr so einfach zu behandeln ist, nämlich die Aneurysmen der Viszeralarterien, also die der Arterien, die die Bauchorgane versorgen. Da scheint es doch ein bisschen anders zu liegen für Sie in der Behandlung. Ja. Die sind technisch besonders herausfordernd. Ja. Diese Arterien versorgen ja lebenswichtige Organe. Und sind letztendlich Aneurysmen von kleinen Seitenästen, von Abgängen aus der Hauptschlagader. Diese Gefäße sind extrem stark geschlängelt und man muss erstmal natürlich mit dem Katheter dahin kommen, wo das Aneurysma ist. Und das ist oft schon eine Herausforderung. Und dadurch, dass die Gefäße so stark gewunden sind, können wir in der Regel keine Stentmaterialien einsetzen, außer bei Nierenarterienaneurysmen. Da sind spezielle Stents, gecoverte Stents, die wir auch im Herzen einsetzen, in manchen Fällen noch einsetzbar, aber in übrigen Aneurysmen eher nicht. Und da benutzt man dann andere Verfahren, vor allem das Coiling. Das Coiling mit Metallspiralen aus Platin. Das sind Platin-Metallspiralen mit kleinen Fasern, die abgehen. Und wenn man die da drin freisetzt, dann thrombosiert das aus und verwächst das und letztendlich wird auch dadurch die Aneurysmawand stabilisiert. Genau, also das, in der Aussackung stockt das Blut an diesen Spiralchen. Genau. Ist das eine gute Methode oder könnte es besser sein? Ja, also für die Fälle, wo es so richtige Aussackungen sind, die aus der Arterie herausgehen und wo die Metallspiralen dann wirklich nur in dieses Säckchen hineingehen, ist es eine ganz tolle Methode. Ist es aber so, dass diese Aussackung die gesamte Wand, insgesamt der Arterie umfasst, dann ist es teilweise schwierig, damit das Aneurysma komplett auszuschalten. Mhm. Wenn man es dann komplett macht, gibt es wieder ein anderes Risiko, dass sich die Arterie dann dadurch auch komplett verschließen kann. Betrifft das einen Seitenast, einen kleineren, ist das nicht schlimm, aber betrifft das den Hauptast, der das Organ versorgt, kann das letztendlich in seltenen Fällen zum Organverlust führen. Jetzt ist es so, dass die Bauchorgane, weil sie wichtig sind, häufig durch viele Arterien versorgt werden. Also es gibt dann oft nicht nur eine einzige, sodass das in der Regel kein Komplettverlust letztendlich des Organs darstellt, sondern eher Teildefekte. Okay. Wir haben jetzt über Aneurysmen an verschiedenen Körperstellen gesprochen. Nach dem Eingriff durch Sie wird der Patient ja wahrscheinlich jetzt nicht aufstehen und einfach davongehen, als wäre nie etwas gewesen. Also Nachsorge, wie funktioniert die? Genau. Wir vereinbaren mit den Patienten Kontrolltermine. Gerade die ersten Kontrollen sollten in der Regel schon von einer Fachabteilung durchgeführt werden, die sich auch mit diesen Prozeduren auskennt, weil letztendlich geht es ja auch um die Entscheidung, kann das Ergebnis so bleiben oder müssen wir vielleicht noch etwas nacharbeiten? Im Gegensatz zur offenen Operation, die ja ein höheres Risiko der Prozedur hat, ist es bei der Intervention so, dass das Risiko extrem viel niedriger ist bei der Prozedur, aber wir mehr nachsorgen müssen. Ja. Egal, ob es nun die Aorta betrifft, ob es die Kniearterie betrifft oder auch die Arterien, die die Bauchorgane versorgen. Wir müssen gucken, ob das, was wir gemacht haben, auch offen geblieben ist oder ob gewisse Undichtigkeiten vielleicht entstanden sind. Und in manchen Fällen muss man auch später nochmal nacharbeiten, aber das sind dann oft auch nur sehr kleine, minimalinvasive Prozeduren. Aber man muss es im Auge behalten. Und das heißt, Sie sehen dann den Patienten viele Jahre immer wieder in großen Abständen? Wünschenswert oder? Wäre es, die Patienten tatsächlich so alle halbe Jahre doch einmal zur Ultraschallkontrolle zu sehen und so, wenn wir dann Auffälligkeiten haben, gegebenenfalls dann eben auch ein Schnittbildverfahren noch anzufertigen, wie Kernspin oder CT. Ja, wünschenswert wäre es. Ja, das wäre ein Appell an alle Ihre Patienten jetzt gewesen. Ja. Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!